Hey Leute und willkommen zurück bei Elite Dangerous. Heute in der Folge als allererstes habe ich mich ja beim letzten Mal oder beim vorletzten Mal war es so ein bisschen beschwert, dass drei der drei derzeit laufenden Community Goals nur an einer bestimmten Stelle stattfinden und zwar hier oben in der Nähe. Alles relativ weit weg und außerhalb jeglichen Herrschaftsgebiet. Und jetzt allerdings sind drei neue Community Goals entstanden. Und jetzt ratet mal wo? Richtig, auch hier oben in exakt dem gleichen System, die ich beim vorletzten Mal schon gezeigt habe. Aber diesmal ist es nicht so, dass wir irgendwelche Sachen einsammeln müssen, sondern Kopfgelder. Und zwar in exakt den drei, denselben drei Systemen. In 20 Opiuchi, in Eloy, was auch hier in der Nähe ist, und in Dayoa. So, alle drei hier schön im Dreieck. 6 Community Goals verteilt auf drei Systeme im Umkreis von, weiß ich nicht, 10 Lichtjahren. Vielen, vielen Dank, Freund, dir für diese super Idee. Wer auf die Idee gekommen ist. Naja, gut. Wollte ich nur noch mal erwähnen, es wird derzeit nicht unbedingt besser mit den Community Goals. Jetzt aber mal zu was ganz anderem. Und zwar ist mir bei meiner letzten Erkundungsreise, wodurch wir dann den neuen Rang gemacht haben, ich glaube Pistensuche oder so, weiß ich jetzt nicht, möchte noch nicht rüberschalten, die rechte Ansicht, habe ich ein System gefunden mit 7 Sonnen, so viel habe ich noch nie in irgendeinem System gesehen. Ich blende euch jetzt einfach mal derzeit auch das Bild dazu ein. 7 Sonnen, eine normale und dann halt 6 andere. Sieht so aus wie 3 braune Zwerge und 3 Riesen, rote Riesen, kleine rote Riesen. Und auch einige Planeten dabei. Aber 7 Sonnen in einem System, das ist schon mal echt eine ganze Menge. So viel habe ich noch nie gesehen. Und jetzt aber noch was anderes, noch viel besseres. Denn jetzt schalte ich mal rüber, zack. Genau, wir sind Pistensucher beim Erkundungsrang. Und zwar der Handelsrang hat sich auf Tycoon erhöht. Ich war noch ein kleines bisschen handeln, noch ein kleines bisschen Geld gemacht mit der Anaconda. Und sind wir dann jetzt halt auch endlich da. Tycoon, auch der vorletzte Rang. Danach kommt nur noch Elite. Elite, genau wie beim Kampfrang. Und dazu allerdings, im Gegensatz zum Kampfrang tödlich, aus der letzten Folge, gab es hier oben auch so eine nette Nachricht. Hier war das, glaube ich. Oder hier. Ist egal. Und dazu gab es eine kleine nette Animation. Und die blende ich euch direkt jetzt einfach mal ein. Ich hatte das aufgenommen. Die hat mir so gut gefallen. Man könnte die Nachricht öfter abrufen. Und da schalten wir direkt mal rein. Schon wieder zurück. Sieht super aus, oder? Geile Sache. Gefällt mir richtig, richtig gut. Da habe ich mich direkt gefragt, warum nicht auch bei den anderen Sachen? Soweit ich weiß, gab es beim Erkundungsrang Pistensuche, war das nicht so? Oder hatte ich die direkt gelöscht? Irgendeine Nachricht hatte ich in der letzten Zeit mal direkt gelöscht. Keine Ahnung. Jedenfalls, Kampfrang habt ihr ja selber gesehen, letzte Folge, da gab es bloß ja, auch so ein nettes Aufploppen von diesem Symbol, von diesem Orden oder was es sein soll. Aber hier beim Erkundung, beim Handelsrang, richtig schick. Fand ich super. Könnte man ruhig ein bisschen, allgemein hätten sie das von Anfang an vielleicht besser zelebrieren sollen mit so kleinen Animationen. Das sieht schon ganz nett aus. So, wunderbar. Dann sind wir gerade im Hauptsystem in Kamadenu von unserer Chefin unterwegs im Shahin oder Shan Market. Ich nenne den jetzt ab sofort einfach nur noch Shan Market. Weiß nicht, wie man das mit dem J da vorm N ausspricht. Shahin. Nein, wir bleiben beim Shan Market. Und hier haben wir jetzt auch die Vulture. Habe ich jetzt so ein bisschen ausgestattet. Der hat einen kleinen B, warte mal, B2, B1 Frameshift Unterbrecher drin. Müsste reichen. Oh, ich sehe gerade, der ist noch gar nicht zugewiesen. Und 22 Frachtplätze. Und ich habe hier beim letzten Mal
als ich bloß mal rein bin ins Spiel und geguckt habe, was es so für Aufgaben gibt, konnte ich direkt 7 Aufgaben an eine einzige andere Station im Nachbarsystem liefern. Also das war echt super. 7 Aufgaben auf einmal. Das fand ich ganz geil. Und hier ist es halt so, ich schalte nochmal zurück, alle anderen umliegenden Systeme gehören halt auch unserer Fraktion an, unserer Chefin sozusagen. Bei Morana ist es halt nicht mehr so. Morana selber gehört uns noch, bleibt auch unsere Heimat, aber hier Niri nebenan, das ist schon von Semina Torvald, der alten Apatam, gehört gar keinem. Und die anderen ringsrum, die gehören uns zwar auch, wenn es hier nach rechts geht, aber halt auch nicht alles. So, deswegen finde ich es einfach besser, wenn wir hier die paar Missionen machen. Vielleicht klappt es ja mit dem nächsten Rang beim Imperium. Werden wir sehen. Was haben wir denn? Wir gucken uns erstmal um. Harte Zeiten, das ist doch bestimmt eine Spende von knapp 9.000. Das machen wir direkt mal. Ja, Spenden. So, schon die erste Aufgabe erledigt. Was haben wir denn noch? Der letzte macht das Licht aus. Eine Blackbox gestohlen. Nein, danke. 20, das ist ein bisschen viel. 20 Leistungssteigerer. Leicht gut nach Calenero. Bolko Terminal. Ich glaube, da war das auch mit den 7 Aufgaben. 4-mal Getreide sollen wir dahin liefern. Wir nehmen die mal an. Vielleicht finden wir da noch was in der Richtung. So, Nahrungsmittelknappheit. 4-mal Fisch. Ja, gucken wir erstmal weiter. Experimentelle Chemikalien. Nö, 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 nö. Ein Pirat. Im System Calenero, ja, nehmen wir auch an. Das ist das gleiche System. Auch durch den neuen Handelsrang hatte ich jetzt letztens eine Handelsmission, die halt erst mit Tycoon spielbar war. Also auch nicht so verkehrt. So, hier nochmal 3-mal T, auch wieder nach Calenero in den Bolko-Terminal. Den nehmen wir natürlich an. Vielleicht haben wir noch eine schöne Kampfmission oder so dabei. Was haben wir noch? Nochmal Calenero, Bolko-Terminal, 2-mal T, wunderbar. Klappt ja gut. Wie viel Platz haben wir noch im Frachtraum? 13 Tonnen können wir noch aufnehmen. So, was haben wir denn hier? Wieder experimentelle Chemikalien. Der Funke. In 3-mal Obrigkeit in Bunuson. Nee, das lassen wir. Rebellenübertragung, auch diese gestohlene Sache. Und dann haben wir nur noch eine in Calenero. Ah ja, guck mal. Den können wir jetzt erst annehmen, weil wir Kampfrang tödlich sind. Jordi Star Sailor. Ja, nett. Nehmen wir an. Was brauchten die hier? 4-mal Fisch. Wir können ja mal schauen. Und was war das hier? 20 Leistungssteigerer. Und das hier? Tierfleisch. Tierfleisch, Fisch, Leistungssteigerer. Vielleicht gibt es das ja hier drüben. Leistungssteigerer. Das könnte sein. Nee, nicht Arita hat das auf jeden Fall. Was war es noch? Fisch und Tierfleisch. Auch nicht. Morana hat das. Na gut, dann lassen wir das einfach und liefern die anderen Aufgaben ab. Fliegen wir direkt mal rüber. Und ich glaube, die Station ist eine ganze Ecke weit weg. 2200 Lichtsekunden macht aber nichts, dadurch, dass wir da noch irgendwo jemanden eventuell aus dem Supercruise ziehen müssen. Sollte es kein Problem sein. Auch die Entfernung zu überwinden. So. Und ab dafür. Ich bin gestern einmal hier zurückgesprungen in das Hauptsystem. Die erste Nachricht, die rechts oben im Infofeld aufgetaucht war, war 22 neue Kontakte. Gucke ich hier links rein. Ähnlich voll wie jetzt auch. Allerdings halt alles verschiedenste Schiffe. Fand ich richtig geil. War eine ganze Menge los. Ich habe mich aber nicht weiter umgeschaut. Es waren ein paar Allianzvollstrecker dabei. 2 haben mich rausgezogen. Die haben da nicht lange mitgemacht. Das waren 2-mal Imperial Couriers.
abkuriere. Okay. Gut, ein Pirat. Und diese Jordi oder Geordi. Ich nenne den mal Jordi. Ich habe jetzt übrigens das Mikrofon so ein bisschen anders positioniert hier bei mir am Schreibtisch. In der Hoffnung, dass man die Geräusche von Maus und Tastatur nicht so sehr hört. Wird hier direkt jemand angezeigt. Das sind bloß zwei Sogwolken. Okay, wir fliegen einfach mal in die Richtung. Da wird schon jemand auftauchen irgendwann. Die Clipper. Na, guck mal an. Vielleicht ist das ja der Gesuchte. Halt, hier geblieben. Oh, das ist ein Pirat. Garrett, Experte. Sauber. Okay, wen haben wir da noch? Noch ein Imperial Kurier. Jim Grady? Gesucht? Jawohl. Da haben wir auf jeden Fall schon mal einen Piraten. Und jetzt gucken wir mal, wie sich dieser B1 Frameshift-Unterbrecher macht, der nicht besonders teuer gewesen ist. Deswegen habe ich da ein bisschen Befürchtung, dass die vielleicht leichter abhauen können oder ich das hier mit dem Minispiel ein bisschen schwieriger habe. Es geht. Ah. Komm schon. Jawohl. Wirbelt uns wieder durch. Wir können ja mal in einer der nächsten Folgen, hatte ich gestern mit jemandem in den Kommentaren so ein bisschen geschrieben, ruhig mal die Anaconda nehmen und ein paar verschiedene Waffentests mit der machen. Das fand ich eigentlich recht witzig. Einfach mal einen Haufen Plasmageschosse dran bauen, gucken, ob wir da so ein paar Schiffe vielleicht one-hitten können oder irgendwas anderes. Ich lasse mir da mal ein bisschen was einfallen. Mal schauen, vielleicht machen wir das in der Freitagsfolge, die ja dann eh ein bisschen länger ist, dass ich da vielleicht immer mal verschiedene Fittings zusammenschneide. Muss ich mal schauen, wie ich das dann mache. Aber ich fand das ganz witzig. Das können wir eigentlich echt mal machen. So, düsen wir mal langsam in die Richtung. Vielleicht taucht der eine ja noch auf. Eine Viper? Wahrscheinlich nicht. Wie viel Geld gibt es? 200.000? Dann ist es wahrscheinlich keine Viper. Eine Diamondback-Aufklärer. Meistens stehen die ja direkt mit einem Namen dann auch hier drin. Ich mach mal kurz Stopp. Ist nun auf der Flucht. Aha. Okay, vielleicht eine Orca. Marius Bobé. Vielleicht ist er ja auch gesucht. Das wäre natürlich am besten. Na, da wäre jemand gesucht, ein Pirat. Eine Anaconda. Hallo. Ja, mit der könnten wir auch unser Spaß haben. Mark Aldridge. Egal, wenn er gesucht ist, ziehen wir ihn raus. Scheiße, ist ein Dreierwing. Uiuiui. Experte vom Kampfrang her. Wollen wir? Ja, okay. Mehr Freundchen, gleich habe ich dich. Eine Viper, noch eine Viper, okay. Ich hätte vielleicht erst die Viper rausziehen sollen, oder? Dann wäre die Anaconda hinterhergesprungen. Bei zwei Viper, uiuiuiui, die können echt ordentlich reinhauen. Ich konzentriere mich trotzdem erstmal auf die Anaconda. Wenn ich sie kriege. Nehmen wir halt einfach so noch ein paar
chauffieren mit. Komm her. Wir können ja auch erstmal Richtung Außenposten fliegen und die Sachen abgeben und dann wieder zurück und denjenigen suchen. Ah, dreh dich nicht zu weit. Wir standen gerade ganz gut. Oh, 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 das ist nicht besonders geil, wenn sie... Ich mach mal Licht an, ich blende dich. Ah, oh, komm her. Dauert ja mal einen kleinen Moment, bis die Kollegen von der angreifen. Ich hoffe, wir haben noch ein paar Sekunden, bis wenigstens die Schilde runter sind. Die tut aber nichts dergleichen und greift uns überhaupt nicht an. Beiden Freunde von der auch noch nicht. Doch, jetzt geht's los. Okay, jetzt nehme ich mal den ersten Tüppelwerfer. Ich booste direkt mal hinterher. So ein bisschen wenigstens. War nicht von großer Intelligenz gesegnet, die Aktion. Okay, Anaconda ist gleich weg. ja, hallo, Nachtrebell ist gerade äußerst ungünstig. Kommt her mit eurer blöden Viper. Energie wieder auf die Waffen. Ein bisschen hinterher boosten. Die andere kümmert sich gerade nicht um uns. Wir haben noch ein paar Düppelwerfer dabei, falls wir noch mal ein bisschen Schaden bekommen sollten. Ich hätte schon gern noch das Schild, wenn wir den letzten Gegner suchen. Diesen für die Tötungsmission. Komm schon. Verdammt. Kurzer Rückwärtsflug und wieder hinterher. Ich glaube, die Hülle ist doch nochmal deutlich schneller weg. Jawohl. Jo, nice. Schönes Kopfgeld nochmal direkt eingesammelt. Okay, das war's. Oh, knapp 32.000 pro Viper. Wo ist er denn? Okay, düsen wir den doch mal auf den Außenposten. Das ging ganz gut. Ich hätte gedacht, die hauen noch ein bisschen mehr rein. Wir hatten auch übelst Glück, dass die Anaconda sich eigentlich überhaupt nicht verteidigt hat. Ja, jetzt, wieso kann ich so nicht direkt antworten? Normalerweise klappt das mit Tab. Wieso wird er hier nicht angezeigt? Ach, Elite. Ach, ist das erbärmlich. Also nicht mal dieser einfache Scheiß-Chat funktioniert. Sorry, ich kann dir gerade nicht antworten. Jedenfalls, ist gerade ungünstig. Ich bin gerade in der Aufnahme. Mann. So. Zwei Imperial Couriers. Könnte sein, dass die uns vielleicht rausziehen. Wie gesagt, die sind ja oft als Allianz-Vollstrecke unterwegs. Oder warte mal. Das war im Hauptsystem. Hier im Volkov-Terminal-System war das gar nicht. Das war in Kamadenu. Nervt so, die Steuerung ist so doof. Naja, gut. Ich will mich heute nicht wieder den ganzen Tag aufregen. Aber ein schönes Kopfgeld haben wir eingesammelt. An einem guten Tag muss ich die alle mal ranholen hier, die ganzen Kopfgelder. Ach hier, direkt vom Imperium sind die 259.000. Aha, jetzt wird er mir als... Oh, guck mal hier, ein netter Planet, oder? Ach, wahrscheinlich war er im Hauptmenü, kann das sein? Wie auch immer. So. Schönes blau-graues Ringsystem gefällt mir außerordentlich gut.
Ich habe übrigens jetzt noch mal ein paar Ideen schon mal gesammelt, wie ich das so ungefähr machen möchte, dann mit den Aufnahmen oder wie ich es verarbeiten möchte, dann, wenn ich dann die Reise antrete. Wie gesagt, das dauert noch, das passiert jetzt nicht in den nächsten 2 Wochen wahrscheinlich. Da müsste ich erstmal die Muße für finden, um wenigstens für 3 Wochen würde ich mir dann schon Zeit nehmen, Folgen aufzunehmen. Das wären halt 21 Folgen, die ich da irgendwie vorrendern und hochladen müsste. Beziehungsweise erstmal aufnehmen, rendern kann ich hier die trotzdem nach und nach. Naja, okay, gut. Dann holen wir uns noch die 3 Aufträge. Genau, wir müssen hier Tee oder sowas abgeben, nicht wahr? Tee? Genau. 5 Tee, 4 Getreide. Reicht bestimmt für 10 Minuten. Tja, dann suchen wir den Bösewicht einfach in der nächsten Folge. Fliege ich verkehrt dran? Ja. Das war doch mal ein nettes Anflugmanöver. Nicht ganz auf dem Pott drauf hier, aber hab gedacht, ich schieße irgendwo dagegen. So, kriegen wir hier eventuell schon die Kopfgelder? Sehr schön. Okay, dann schauen wir mal an das schwarze Brett noch, geben die 3 Aufgaben ab und gucken direkt mal, ob wir für den Rückflug noch was mitnehmen können. So, genau, 4-mal Getreide, bitteschön. Hungersnot geht runter, Ruf ist nochmal verbessert, sehr gut. Was haben wir hier noch? 3-mal Tee, genau das gleiche und nochmal 2-mal Tee, sehr gut. Eine kleine, lalala, Kamadeno, Kopo, Hop, Hop, leider woanders. Da, da, da. Nee. Ah, hier. Für den Shan Market. Einmal einen Bericht überbringen. Mit den Berichten kann man am Anfang echt gutes Geld machen. Fiel mir jetzt mal so auf. Fünfmal Getreide bräuchten die hier. Piraten. Okay, was haben wir denn? Warenmarkt, ich schau mal eben rein. Okay, gut. Mehr gibt es hier nicht. Wunderbar, war doch eine recht erfolgreiche Folge. Ich bedanke mich fürs Zusehen, wünsche euch noch einen schönen Tag. Haut rein, bis zum nächsten Mal. Ciao.